Sami Hyypiä redet eigentlich nicht so gerne. Seine Pressekonferenzen sind oft eher kurz. Aber diesmal hatte der Finne eine ganze Menge zu sagen. Leverkusens Teamchef ist sauer. Er soll einem Reporter gesagt haben, ohne Sascha Lewandowski als gleichgestellten Cheftrainer wäre die Aufgabe leichter. Diesen Personen sagen nicht, dass die Fehler gemacht haben. Sie sagen, dass ich lüge. Hyypiä fühlt sich in seiner Ehre verletzt. Sowas will er nicht auf sich sitzen lassen. Hochgekocht ist die Geschichte nach seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio. Dort hatte er angedeutet, vielleicht zu viele Kompromisse eingehen zu müssen. Das sei ihm aber falsch ausgelegt worden. Wenn man Zitat macht, dann muss es 100% so sein, wie man es sagt. Und ich weiß nicht zu viel von Journalismus, aber das habe ich schon früh gelernt, dass es so sein muss. Ein schwerer Vorwurf also Richtung Presse. Bayer Leverkusen sah sich nun sogar gezwungen, in einer Presseerklärung klarzustellen, dass es keine Beziehungskrise unter dem Bayerkreuz gibt und keine Zweifel an der Aufrichtigkeit Hyypiäs. Der ist empört. Ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich gesagt habe. Und ich nehme Verantwortung immer, was ich sage. Dennoch hat es zuletzt Gerüchte um Dissonanzen in der Doppelspitze Hyypiä-Lewandowski gegeben. Diese weist der oft stoisch wirkende Blondschopf jedoch zurück. Meine Beziehung zum Sascha, ich habe nichts gegen Sascha. Und wir gehen weiter wie früher. Und ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von ihm. Auch Lewandowski hat nun noch einmal explizit betont, dass er den Job ohne Hyypiä nicht machen werde.